Mein Name ist 50 Sven, der erste Nachrichtenrapper Deutschlands. Heute für ProSieben. Ich hab keinen Job, ich hab kein Geld, ich hab keinen Abschluss. Nur Straßenabitur, ich muss mich weiterbilden. War heute unterwegs für euch auf der Messe. Hier! Sonntag in Köln, Erotikmesse. Sex ist wieder im Trend. Und jeder Spanner passt gut auf, dass 50 Sven ihn nicht erkennt. Mutti darf nicht mit, bleibt bei den Kids. Papi muss heute früh raus. Denn auf der Erotikmesse ziehen sich heute Papis Traumfrauen aus. Lederschwestern, Gummiluder mit ferngesteuerte Analintruder. Das funktioniert, vertrauen Sie mir. Ich hab das alles ausprobiert. Teflon beschichtete Liebeskugeln. Das glaub ich nicht. Yeah. Kannst du nachgoogeln, Cybersex, was selten vorkommt. Hightech-Mumus aus der Weltraumforschung. Für Lustreisen zum Bestechen. VW muss keine Kohle blechen. Der Betriebsrat kriegt ne Puppe, die aufblasbare Einwegnutte. Und für Flitzer mit viel Kohle, Armani-Anzug aus Klarsichtfolie. Und für Homos Pfeffer-Vaseline, für den Popo zum Vorglühen. Wir sind die Spanner und die Kenner aller Pornos aller Länder. Sind die geilsten, wenn wir steil gehen, unsere Porno-Stars mal live sehen. Wir sind die besten, wenn wir hetzen, notgeil auf Erotikmesse. Wir sind die Loser im Sexladen, weil wir nur 5 gegen Willi haben. Und jetzt das Highlight. Der Erotikmesse, Kontakt mit der SM-Hostesse. Endlich fummeln, nur für lau. Endlich die Fresse, grün und blau. Was hatten sie noch für mich in Pedo? Ein Straßendildo, richtig Ghetto. Ein asphaltierten Penisgürtel, damit fick ich jedes Viertel. Du fühlst dich ein Weilchen froh. Dein Po wird jetzt zum Streichelzoo. Denn auf der SM-Toilette gab's das Tattoo für die Rosette. Ich trag meine Postleitzahl nicht mehr am Hals, sondern anal. Nimm mich von hinten und du siehst prompt, woher 50 Sven wirklich kommt. An alle Puffgänger, Ficker, Loser und Hartgeldstricher. An alle die vor YouPorn sitzen und heimlich auf YouPorn wichsen. An alle die keine Frau haben und Sex nie für lau haben. An alle die nur an Sex denken oder einsam auf die Ex wänken. Wir sind die Spanner und die Kenner aller Pornos aller Länder. Sind die geilsten, wenn wir steil gehen, unsere Porno-Stars mal live sehen. Wir sind die besten, wenn wir hetzen, notgeil auf Erotikmesse. Wir sind die Loser im Sexladen, weil wir nur 5 gegen Willi haben.